Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde MTA mit mir. Heute mal alleine. Einfach mal so eine spontane Runde, weil der liebe Alex hier neben mir gerade quasi sein Auto zur Verfügung gestellt hat, sein Cheetah, volltuned. Danke nochmal dafür. Was für ein Strick. Ja, dann fahren wir einfach mal so hinterher. Ja, das kommt davon, wenn man in einem fremden Auto sitzt und den Motor ausmacht. Ah, sehr nett. Also, wie gesagt, ist eine kleine Runde einfach mal ein bisschen mit dem Auto rumcruisen, weil die Gelegenheit bekommt man nicht alle Tage mit dem Cheetah rumzufahren. Vielleicht irgendwann mal, wenn Kobalt und ich irgendwann mal das Geld zusammen haben. Wow, ich bin auch super Fahrer, ey. Ist ja ein Traum. Hallo Laterne. Ich frage mich auch, was passiert, wenn ich jetzt geblitzt werde? Geht das dann auf meine Kosten oder aufs Alex seine? Das ist hier die Frage. Wow. Hält erstmal schön deine Ampel, sehr nett. Oh. Oh, da fährt er da runter. Ich bin ja auch gerade ein bisschen. Ja. Ah, ich weiß, was er vorhat. Jo. Nein, es ist nicht wahr. Ja, das war knapp. Ich hätte fast 100.000 Auto geschrottet. Heilige Scheiße. Ja, das wäre teuer zu stehen gekommen. Vielleicht sollte ich das Auto irgendwann auch mal reparieren fahren, weil wenn ich so weiterfahre mit dem, ist es nicht mehr lange da. Danke. Sehr. Ja, da komme ich mal mit drauf. Also ist ein bisschen, ich feiere das hier gerade ein bisschen, wie er uns einfach mal so mitnimmt, uns einfach mal den Cheetah überlässt, einfach so. Ist ein Traum. Okay. Was? War ja nichts. Komm, dann wollen wir noch mal sehen. Kobold ist gerade nicht dabei. Halt, wie gesagt, ich nehme ihn ein bisschen alleine auf. Wollte ein bisschen privat so ein bisschen Geld farmen. Jo, und jetzt haben wir, glaube ich, 30.000 wieder auf dem Konto. Ist nicht sehr viel. Aber, naja, besser als nichts, ne? Ich habe mir überlegt, den großen Heli zu kaufen, damit wir ein paar Leute mitnehmen können. Aber. Ja, dafür brauchen wir 75.000, deswegen muss ich noch ein bisschen sparen hier. Aber da kam der auf einmal an, keine Ahnung, wie wir uns getroffen haben. Kam er einfach mal an mit seinem Motorrad. Mit seinem. Ja, mit seinem Motorrad zuerst. Alter.
Also wirklich, ich mache das jetzt wirklich zum allerersten Mal, fahre ich hier hoch und schaffe es. Feier ich jetzt ein bisschen. Wow, ja. Komm, sei mal ruhig. Ich weiß ja, dass ich Zinsen bekomme, aber so laut. Was sind hier so viele Leute? Wow, wow. PD? Fahr mal PD. Wo ist denn das? Alter, werden wir verfolgt? Wir werden verfolgt. Wir werden verfolgt. Ist ja ein Traum. Oder? Werden wir verfolgt? Ja, wir werden verfolgt. Shit! Und ich fahre hier noch mit dem fremden Motorrad rum. Das ist natürlich perfekt. Ah, danke sehr. Steig auf. Schnell weg. Das Ehepaar ist soeben eingetroffen. Was? Na, egal. Muss man nicht hier alles verstehen. Warte, was wollen die? Ich glaube, die sind ein bisschen schneller mit ihrem. Er schreibt erstmal Hi. Alex, also. Sie sind zwar ganz zwei nette Mädels, aber ich glaube nicht, dass die uns Gutes wollen. Und hier steht gerne mal ein Blitzer. Hoffentlich werden wir nicht geblitzt. Und vor allem noch mit dem fremden Bike. Wäre ultra peinlich. Ja, komm, wollen wir hier mal ein bisschen fahren, ne? So, ich glaube, wir haben sie abgehangen. Haben wir sie abgehangen? Wir haben sie abgehangen. Wuhu! Wuhu! Ich habe damit nichts zu tun, ich auch nicht. So, wir tauschen dann mal wieder. Also, ja, ist ganz spontan diese Folge. Ich weiß auch gar nicht, was ich so sagen soll. Weil es einfach zu geil ist, wie er hier uns einfach mal mitnimmt auf sein Top-Motorrad, Top-Auto. Einfach mega geil. Aha, ein super Versteck. Ja. Oder? Ich glaube, der will da unten rein. Also da so zwischen die zwei Strecken. Glaube ich so. Ja, ich schille doch. Ich bin ganz ruhig. Die Folge zieht sich dadurch etwas in die Länge. Ja, und ach, wenn ich gerade eh noch so blöd rumsitze, kann ich auch ein bisschen dutzen, bisschen zu plappern. Was ich halt sowieso immer so gerne tue. Nee, also wegen den Kommentaren. Die Kommentarfunktion auf YouTube ist ja nicht einfach so da. Also ich bitte euch wirklich, auch Kommentare unter meine Videos zu schreiben. Aufschreiben, ob euch das Spiel gefällt, was ihr mal sehen möchtet, weil ich versuche ja zurzeit irgendwie alles möglich zu machen. Ich habe jetzt zurzeit 1000 Projekte am Laufen, quasi. Und ich weiß halt auch gar nicht, was ihr überhaupt sehen wollt. Aber, also MTA wollte ich auf jeden Fall weitermachen. Genauso wie Far Cry, obwohl Far Cry zurzeit ein bisschen hinterherhinkt, weil wir. So. Und Far Cry hinkt so ein bisschen her, weil es leider nur Singleplayer ist. Und ja. Ich nehme halt zurzeit gerne mal lieber Let's Play Togethers auf,
es einfach viel mehr Spaß macht. Ja. Und wegen Minecraft, das machen wir noch ab und zu, wenn es mal wirklich total langweilig ist. Fangen wir mal einfach mal so an, so Party-Games zu spielen. Das mal aufzunehmen. Also wirklich total spontan. Gun Monkeys ist ein witziges Spiel. Machen wir eventuell auch ein bisschen weiter. Ja. Also schreibt in die Kommentare, wirklich, ich bitte euch darum, was ihr sehen wollt und welches Spiel euch gefällt. Also das wäre super. Jetzt quatsche ich hier schon wieder und ganz vergessen, was er hier überhaupt vorhat. Ich fahr mal. Da kann das doch nicht hier. Siehste? Hat doch fast geklappt. Ja. Also ich finde das ein bisschen geil. Was? Alter. Wie cool ist das denn? Was rutschen wir so komisch? Hä? Ist ja funny. Naja, das war's auch schon mit dieser kleinen MTA-Auszug. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist auch wieder ein kleiner Vlog raus geworden. Tut mir leid. Oh, Alter, was springen wir hier auf einmal? Also, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder von MTA, von Far Cry, von Pipapo. Und das mit den Kommentaren, nehmt es zu Herzen. Würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao, ciao.